Als ich Bürger der Bundesrepublik Deutschland wurde, mit dem Ende der DDR, erklärte man mir, dass die Schwaben geizig seien. Dann traf ich einen Schwaben, der erklärte mir, dass sie nur ökonomisch seien, also nur notwendige Ausgaben machten und Dinge länger erhielten. Was stimmt Ihrer Meinung nach? Das stimmt vollkommen. Wir sind nicht geizig. Ja. Wir sind, Sie nennen es ökonomisch, und wir sagen, sinnlose Sachen gibt's nicht. Das heißt, ich kaufe das Teuerste, weil das am längsten hält und am Schluss das Billigste ist im Zweifelsfall, auch in der Firma. Meistens sollte man ja die teuerste Maschine kaufen, aber das ist dann auch die effizienteste. Ja. Aber sinnlose Dinge, also ich sag mal ganz offen, das, was draußen geschieht, dass man sagt, man soll Abfall vermeiden und so weiter, bei uns wird schon seit Jahren, wenn Sie mir einen Brief, ein etwas verfaxen oder früher oder E-Mail schicken und die ausgedruckt wird, dann ist das in Ordnung, dann wird die gelesen, aber dann wird die Rückseite wieder benutzt, um was anderes drauf zu drucken. Also wir sind ein bisschen, ja, das ist die schwäbische Sparsamkeit, die aber nicht dafür, sind wir aber ordentlich angezogen, wenn wir dann in eine Stadt gehen. Wissen Sie, wenn, ja, weil, ja, da. Nein. Weil wir sagen, das war auch in Pollerdingen so, wenn wir nach Stuttgart gingen, oder geschweige denn München dann hat man den Sonntagsanzug angezogen. Weil das war aber nicht für uns, sondern weil wir gesagt haben, wir wollen uns vor den Städtern nicht blamieren, dass man sagt, ah, das ist eine Landpomeratzin, die da rumläuft. Nein, wir sind dahin, und das ist auch heute noch so. Und als meine Kinder noch 5, 6 oder 8 Jahre alt waren und wir die an der Hand hatten, und mein Sohn dann die Fliege und ein Jackett und Anzug und Hemd, da haben die Leute sich rumgedreht und haben gesagt, weil das wird überall sehr positiv gesehen, nur macht's man nicht mehr. Und ich sag mal, der Mainstream, und ich mache nicht, was man macht, sondern ich mache das, was ich im Prinzip für richtig finde.